Kocher heißt es heute aus dem Mangold in Lochau. Das Mangold ist nicht nur seit Jahren eine Nobeladresse im Land, nein, es ist auch eine Talenteschmiede. Und es freut mich sehr, dass ich heute mit dem Lehrling Leon und seinem Ausbildner Peter Knaus in der Küche sein darf. Was habt ihr denn heute vorbereitet? Was dürfen wir gemeinsam kochen? Ja, hallo erstmal. Wir freuen uns, dass ihr heute hier seid und euch hier begrüßen zu dürfen. Wir machen heute einen Spargelcassoulet mit ein bisschen Frühsommergemüse. Dazu setzen wir einen warmen Eidotter rein und ein bisschen knuspriger Parmaschinken. Der Leon ist unser Lehrling, er wird mich heute unterstützen und zuarbeiten. Und da würde ich sagen, legen wir los. Ja, starten wir mit. Was beginnen wir denn? Genau, also wir fangen an. Der Leon schneidet jetzt gleich mal den Parmaschinken hauchdünn auf. Den tun wir ein bisschen im Ofen ca. 15-20 Minuten trocknen, wenn man Blech beschwert, aber das können wir kurz zeigen. Und da das am längsten dauert, machen wir das jetzt gleich mal, dann haben wir noch ein bisschen Luft für das Gemüse zwischendurch. Gell? Gut, also Leon, dann schneidest du mal den gleich auf. Sind wir denn hier? Ist um. Okay. Ein Cassoulet ist ja eigentlich aus Südfrankreich, oder? Und da stellt man sich ja eigentlich so einen deftigen Eintopf vor, glaube mit Bohnen und genau, Würsten. Genau, also wir haben das schon ordentlich abgewandelt. Ja. Wir haben da ein bisschen unser Gericht draus gemacht. Es sind jetzt auch keine Bohnen drin, aber wir machen einfach einen schönen, leichten Eintopf mit Gemüse und unser Gericht raus. Mhm. Mhm. Heute haben wir verschiedene Pilze mit dabei. Spargel sehe ich auch, Bohnen kommen auch rein. Also ein schöner Mix, ein passendes Frühsommergericht sozusagen. Genau, ein Mix aus Gemüse und Pilze. Es ist jetzt so, wir wollten eigentlich Pfifferlinge machen, haben jetzt aber leider nichts ranbekommen, weil es noch ein bisschen früh ist. Ich denke, das kommt jetzt aber nachher und wir nehmen einfach jetzt bunt gemischte Pilze. Wir haben da ein bisschen Zitronenseitlinge und ein bisschen Kräuterseitlinge, Buchenpilze und nehmen das als Alternative. Und das ist überhaupt kein Problem, da kann man auch jegliche andere Pilze verwenden. Das sind jetzt alles Biozuchtpilze. Und ja, da also würde ich sagen, da lege ich jetzt auch gleich ein bisschen damit los, weil sonst, dass man da ein bisschen. Leon hinten die Parmaschinkenstreifen schneidet. Also hauchdünn, wenn ich keine Küchenmaschine habe, kann ich die auch einfach ganz, ganz, ganz dünn entweder beim Metzger mir würde ich schneiden auch sagen. Lassen, oder? Und das ist überhaupt kein Problem. Man kann natürlich den Parmaschinken auch schon dünn geschnitten kaufen und dann einfach auf die Bleche setzen und in den Ofen schieben. Du bereitest jetzt die Pilze vor. Genau, ich schneide jetzt kurz die Kräuterseitlinge. Die ziehen wir nachher nur in Butter an. Und das hier schaut ja auch ganz besonders aus. Ist das auch ein Seitling? Oder? Genau, das sind die Zitronenseitlinge. Wir kriegen unsere Pilze von der Bettina Lenz. Das sind jetzt allerdings Zuchtpilze. Aber es wird alles im Bio produziert und ist eigentlich ganz nett. Und wenn dann Saison ist im Sommer, kann ich natürlich mir auch Pfifferlinge oder Eierschwammerl im Wald holen oder würden sicher auch gut dazu selber passen. Das ist ja immer der Grundgedanke, dass man natürlich auch ein bisschen was macht an Gerichte, wo man vielleicht auch sich selber was tun kann. Du hast jetzt alles schon hergerichtet, der Schinken kommt jetzt in den Ofen. Ich kann jetzt einmal reinmachen. Ist hier noch ein bisschen Öl drüber gekommen oder ich habe gar nichts. Kannst du mir mal kurz zeigen, einfach Leon? Roh, mal, aufgeschnitten. Das ist im Prinzip nur der Parmaschinken, dünn aufgeschnitten, drunter und drüber nochmal Backpapier. Und das schieben wir jetzt für ca. 20 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Und dann bekommen wir knusprige Chips. Dann haben wir hoffentlich knusprige Chips. Wir machen jetzt hier vielleicht, zieh schon mal 15 Minuten auf. Meistens sind die Öfen ein bisschen schneller wie die Öfen zu Hause, weil sie ein bisschen mehr Power haben. Und ja. So, der Leon wird uns jetzt nach und nach das Gemüse ein bisschen schneiden. Dann immer Wasser kurz blanchieren. Das heißt, er tut ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz rein, damit man einfach ein bisschen Geschmack an das Gemüse kriegt. Aber bei grünem Gemüse ist es relativ wichtig, dass man gut salzt. Eher ein bisschen mehr salzen, dass auch die Farbe drin bleibt.
Und das sind auch so Sachen, die kann man jetzt bei dem Gericht eigentlich schon ein bisschen vormachen. Das muss man nicht erst machen. Also wenn man jetzt das Gericht macht, wenn man Besuch oder was kriegt, kann man das jetzt eigentlich alles, was wir jetzt hier herrichten oder dieses Gemüse schon kurz blanchieren, kann man schon vormachen, dass man nachher eigentlich nur mehr die Soßen oder die Suppe warm macht und es da drin anzieht. So. Und die riesen Erbsen hier werden ausgenommen? Genau. Der Leon tut das jetzt praktisch einfach, da kann schon mal zeigen, aufbrechen. Dann holt man das Innere raus, die Schale macht man weg. Man kann das auch blanchieren oder für... Wenn wir Bio-Erbsen kriegen, ist das meist so schade, oder? Weil das so viel Abfall ist und da macht man auch gern was drauf. Also wir haben auch damit schon kalte Suppen oder sowas gekocht aus der Schale, weil der Geschmack ist ja genauso drin. Ja. Also ihr schaut schon auch dazu, dass alles so gut wie möglich auch verwertet alles und verwendet wird. Verwertet wird. Genau. Also die Pilze haben wir jetzt fertig hergerichtet. Die Erbsen, wenn du die ausbrochen hast, kannst du die eigentlich gleich mal kochen. Zuckerschoten, die schneiden wir nachher auch. Und den können wir eigentlich noch ganz lassen. Den tun wir auch einfach so kurz kochen. Ne? Gleich noch ein bisschen Salz rein. Ja, das ist aber wirklich ordentlich Salz. Ja. Also durch das, dass man das ist jetzt noch das ein bisschen Zucker. Durch das, dass man das ja nachher auch noch mit Salzwasser abschrecken, geht auch oft wieder ein bisschen was weg. Also okay. Man muss sich da wirklich trauen. Nicht ein bisschen würzen, sondern richtig. Also nicht eine Prise Salz, sondern schon ordentlich genau. Salz und Zucker reingeben. Du hast vorher gesagt, die Bio-Erbsen, ich glaube, ihr legt auch ganz viel Wert darauf, oder? Dass das Gemüse Bio ist, wenn möglich, ja. Natürlich auch aus der Region kommt, oder? Es ist natürlich, im Sommer ist meistens viel da, da probieren wir dann auch wirklich viel zu nehmen. Also wir haben natürlich auch unsere Produzenten, gerade Biohof Wegwarte, wo wir unser Biogemüse herbringen und da versuchen wir dann natürlich also viel wie möglich einzukaufen, ne? Und das zu verarbeiten. Aber es ist halt dann oft, wie im Sommer kommt halt alles, das meiste oft mal und im Winter gibt es halt ein bisschen weniger. Dann probiert man natürlich schon auch, dass man ein bisschen was auf Vorrat macht oder ein bisschen was einweckt oder gewisse Sachen fermentieren, dass man einfach, wenn es viel da ist, auch dann ein bisschen länger was davon hat, oder? Also es ist schon... Es ist nicht unser Ziel, alles nur noch in Konserven oder so zu machen. Das machen wir eh nicht, weil das spricht immer ein bisschen was dafür und dagegen, aber. Einfach mit dem, schön, was vorhanden ist, kreativ sein. Du kannst schon rein, gell? Das reicht. Das reicht schon. Geht man auch mit den Lehrlingen mal Produzenten und Lieferanten besuchen? Ja, wir machen das also schon regelmäßig. Ja? Wir probieren, dass wir einmal im Frühjahr dann zu unserer Biobäuerin fahren oder. Es ist einfach was anderes, wenn alle dabei sind und sich das mal anschauen, was es so gibt. Wir kriegen dann auch oft eine ganz andere Sichtweise zum Produkt und zu allem. Das kann schon mal, das lassen wir circa 2-3 Minuten leicht köcheln. Weil die da kannst du schon schneiden. Ja. Dann nehmen wir es raus. Also den Spargel, den weißen Spargel haben wir jetzt schon vorgekocht. Dann nehmen wir dann meistens dasselbe Wasser her, aber da das jetzt leicht grün wird nachher und das weißes Gemüse ist, und da wollen wir ja auch, dass es schön weiß bleibt, haben wir das jetzt schon vorgemacht. Ist eigentlich nichts anderes wie ein Sud aus Zucker und Salz, in Spargel rein und einfach auf den Punkt kochen, nach Geschmack, je nach Belieben. Da das ja jetzt, wenn man jetzt ein kaltes Gericht macht mit Spargel, guckt man ja, dass man vielleicht ein bisschen mehr kocht, dass er ein bisschen weicher ist. Wenn wir jetzt mal was Warmes, gucken wir einfach, dass wir schön auf den Punkt kochen. Den schneiden wir jetzt nachher nur noch. Den können wir eigentlich kleiner schneiden, dann haben wir das auch gleich weg, wie wir nachher brauchen. Wir versuchen jetzt einfach das Gemüse auch ein bisschen in unterschiedliche Formen nachher, dann kriegt das Gericht ein bisschen Erleben. Leon, kochst du zu Hause auch viel Gemüse und experimentierst ein bisschen? Oder hast du genug nach der Arbeit? Daheim schauen wir schon, dass wir ein bisschen was auch von der Oma, wenn die zum Beispiel im Brengser Wald gerade Gemüse macht und davon was kriegen, dass wir da gerne mal was auch daheim kochen. Ja. Und sonst relativ einfach und ja, mache ich gerne mal einfach daheim ein bisschen was für die Familie. Ja? Und ja.
Also experimentierst du auch gerne ein bisschen zu Hause, neue Sachen ausprobieren oder was du gerade gelernt hast in der Firma? Das schon, aber meistens mache ich einfach eher so einfache Gerichte, wo ich dann einfach eher die Basics so herauskriege. So, können wir mal kurz probieren. Kurz danach, also ja. Schneid es noch ein bisschen, so eine Minute oder so, dann kann ich es rausnehmen. Und dann kannst du eigentlich das andere gleich wieder reinmachen, ja? Jawohl. In der Zeit können wir vielleicht kurz den Eidotter machen. Den Eidotter, wir machen einen lauwarmen Eidotter in dieses Gericht rein. Also wir machen so ein bisschen einen Spargeleintopf und dann setzen wir in die Mitte diesen Eigelb rein. Den müssen wir jetzt ein bisschen garen. Damit das funktioniert, nehmen wir ganz einfache Espresso-Tassen. Die tun wir mit Olivenöl kräftig einpinseln. Damit es nicht drinnen picken bleibt. Damit es nicht picken bleibt. Da empfiehlt sich vielleicht auch, wenn man das Gericht dann daheim für 3-4 Personen macht, dass man 1-2 Reserve macht. Okay. Also normalerweise ist es ja dann daheim auch nicht so schlimm, wenn jetzt dann mal ein Gericht oder wenn dann der dort ein bisschen platzt. Aber schön ist natürlich, wenn du in den Ganzen reinsitzt und der Gast sticht dann praktisch in das Gericht rein. Und so, wir tun jetzt die Eier kurz trennen. Da passen wir auch auf, dass der nicht kaputt geht und geben dann einfach da rein. Mhm. Wenn einer kaputt geht, ist jetzt für uns eigentlich nicht so dramatisch. Wir haben da immer Verwendung in der Küche. Wichtig ist auch, wenn man das macht, bitte unbedingt kalte Eier verwenden. Mhm. Kalte Eier aus dem Grund, weil man sie einfach besser trennen kann. Also am besten direkt aus dem Kühlschrank nehmen. Genau, und frische Eier sind wichtig. Frische und hoffentlich von glücklichen Biohühnern, oder? Genau. Genau. So. Das ist auch schon wieder leicht angekratzt. Aber du hast derweil das Gemüse im Griff? Ja, das ist gerade am Blanchieren. Mhm. Du hast es jetzt schon reingegeben ins Eis. Also es wird abgeschreckt, damit einfach der Garprozess beendet wird. Mhm. Und dann haben wir auch noch die schöne Farbe, die bleibt. Also wichtig, direkt nach dem Kochen raus und rein ins Eiswasser. Ausschöpfen und rein ins Eis, jawohl. Hier sind jetzt die Erbsen drin. Das sind diese da Erbsen die und hier haben wir die Zuckerschoten. Ja. Rein dann. Alles klar. Warum kann ich das nicht gleichzeitig? Wahrscheinlich glaube ich, dass die Zeit einfach anders ist. Genau. Das hängt einfach mit der Garstufe. Diese Zuckerschoten, wo ihr jetzt reingemacht habt, kannst du ein bisschen weniger kochen lassen. Mhm. Genau, so reicht es eigentlich schon. Die Zuckerschoten brauchen viel kürzer, die kannst du jetzt auch schon wieder rausnehmen. Und die Erbsen brauchen doch 3-4 Minuten. Eine harte Erbse schmeckt halt doch auch nicht so toll wie eine Zuckerschote. Ist zum Beispiel toll, wenn es knackt ein bisschen. Erbse ist vielleicht einfach, wenn sie. Es sollte nicht verkocht sein, aber es sollte auf den Punkt gegart sein. Das mal kurz weg. So, den Dotter, den habe ich jetzt noch mit einer Folie abgedeckt. Das ist einfach vielleicht noch wichtig, dass sonst kriegt es halt Oberhaut. Ja? Also die Tassen haben wir jetzt schön eingeölt. Wie weit bist du mit dem Gemüse? Den Spargel kann ich eigentlich auch abblanchieren. Ja. Den Spargel kann ich auch noch abblanchieren. Ja, kann ich den ganzen machen. Genau. Du bist so rein, auch so rein. Genau, wir sagen aber immer, auch wenn man jetzt das Gemüse kocht, es darf köcheln, aber nicht wie Wäsche kochen. Okay. Ja, wir tun nur Nudeln kochen. So, das ist in dem Fall über. Also wirklich alles nacheinander. Ja. Nacheinander auf den Punkt kochen. Jetzt tun wir das mal da drüben in unseren Ofen. Also das kommt jetzt. Ja, das. In den Dampfgarer. Wenn ich keinen Dampfgarer zu Hause habe, habe ich da eine andere Möglichkeit, dieses warme Ei zu machen oder diesen Eidotter? Das ist auch kein Problem. Wir machen das hier im Service manchmal auch so. Es ist halt, manchmal brauchst du 2 Eier, dann brauchst du 5 Eier. Dann hast du nicht immer einen Ofen zur Verfügung. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann das Eigelb auch
bei 80 Grad oder bei 70 Grad in Rechaux oder in einen Ofen reinstellen, bei Heißluft. Wenn das so abdeckt ist, man muss halt da einfach ein bisschen dazu schauen. Das Eigelb, die Tasse sollte schön warm sein, aber nicht zu heiß. Wenn es eine gewisse Temperatur natürlich überläuft, dann wird es halt hart. Mhm. Wir versuchen jetzt einen schönen, wachsweiches Eigelb danach herauszukriegen, was trotzdem noch flüssig ist. Und so, das haben wir da. Wir haben jetzt auf dem Rezept nachher noch stehen eine Spargelsuppe. Die schaffen wir jetzt aus zeitlichen Gründen heute leider nicht anzusetzen. Da, die machen wir nachher warm und tun die ein bisschen aufmixen. Da geben wir nachher einfach diesen Schaum drüber. Da haben wir eigentlich nichts anderes gemacht, wie die Abschnitte vom Spargel. Auch Zucker, Salz weich gekocht. Haben das Ganze ein bisschen mit Risotto-Reis weiterköcheln lassen. Mhm. Also wenn wir es im Restaurant ansetzen, machen wir noch einen separaten Ansatz. Wir tun Zwiebeln schön glasig schmürgeln, tun Risotto-Reis rein, geben die Abschnitte dazu, den Spargel vor drauf, lassen das eine halbe Stunde köcheln, Sahne dazu, mixen, abschmecken, fertig. Mhm. Also eine kleine, aber da ist, wenn man es da zu Hause einfacher will, nimmt man die Abschnitte, tut sie mit Risotto einfach eine halbe Stunde leicht köcheln lassen, ein bisschen Sahne dazu, mixen. Mhm. Risotto gibt einfach, man kann da auch Mehl nehmen, aber es gibt einfach eine leichtere Bindung ein. Okay. Ja? Ein guter Tipp, den werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich mache das meistens mit Mehl und nicht mit Risotto. Genau, wir tun inzwischen alle Suppen. Wir versuchen sowieso bei Gemüsesuppen immer viel Gemüse reinzuholen, dass es einfach nach was schmeckt und das ist ja wichtig. Aber leichte Bindung braucht es ab und zu, gerade bei Spargel, die hat man früher noch meliert und richtig schön kräftig, aber das geht genauso mit Risotto und es wird einfach um einiges leichter. Ja, und was für dich so vor, klar, dass du eine Lehre als Koch machen willst? War das immer sofort, schon irgendwo deine Leidenschaft? Mein Vater hat halt einfach vor allem hier die Lehre absolviert und vor 30 Jahren. Okay. Und deswegen habe ich halt daheim immer mitgeholfen als Kind und bisschen über die Schultern geschaut, aber so wirklich, wo es angefangen hat, dass ich selber wirklich mich dafür interessiere, ist eigentlich, wo ich mit einem anderen Hobby aufgehört habe und dann bin ich halt dazu gekommen und dann habe ich halt gemerkt, dass das mir Spaß macht eben und dann habe ich mich entschieden, dass das das Richtige für mich ist und ja. Eine schöne Geschichte, wenn der Papa schon im gleichen Haus die Ausbildung gemacht hat. Also ihr seid ja wirklich auch nicht nur für gutes Essen bekannt, sondern auch wirklich tolle Lehrausbildner, oder? Oft kommt man halt. Ja, wir haben eigentlich, wir hätten jetzt nur mal einen anderen Lehrling dabei, der ist momentan in Schule, der Romano. Der ist aber allerdings auch schon fast fertig und wir probieren eigentlich, dass wir jedes Jahr einen Lehrling in der Küche oder in jedem Lehrjahr einen haben, weil es einfach doch auch wichtig und gut ist. Erstens für alle junge Leute dabei im Team, bringen immer ein bisschen Wind rein und es ist auch wichtig für die Zukunft, dass du Mitarbeiter hast und dass es sich alles dreht. Es ist auch wichtig, das ein bisschen weiterzugeben. So, jetzt tust du mir noch kurz ein bisschen absprühen, dass das Wasser weg ist. Den Spargel, den nimmst du mir kurz, den schneide ich auch noch, den tun wir gleich zum Weiß. So, jetzt tun wir das. Ja, ich glaube, in der Zwischenzeit wird bald mal unser Eigelb schon fast fertig sein. Das geht halt im Dampf relativ schnell, da muss man ein bisschen dazu schauen, weil sonst das Eigelb halt so gleich hart ist. Hart wird, ja. Wobei bei 67 Grad sollte da nicht so viel passieren. So, jetzt kommt man da mal rein. Es wird jetzt schon. Ist jetzt schon leicht warm, wir lassen es so 2-3 Minuten und sonst ist das auch überhaupt kein Problem, wenn man das, wenn es jetzt angenommen schon fertig wäre und man ist schon nicht so ganz so weit, dass man es zu Hause einfach vielleicht irgendwo kurz hinstellt, wo es halt Temperatur hält, so auf 50 Grad oder so. Dann passiert da nicht so schnell was. So, wie viel hast du, die Chips hast du für die Stunde eingestellt, oder? Okay.
Passt. Die werden jetzt gleich mal läuten, dann können wir eigentlich in der Zwischenzeit schon das Gemüse ein bisschen. Also jetzt seht ihr hier, ist jetzt eigentlich wunderschön grün, es hat alles seine Garstufe. Und das kann man ohne weiteres vormachen. Mhm. Also Chips jetzt klingeln. Nicht. Leon. Genau, nicht einen Tag lang, aber einfach vielleicht, wenn man es am Vormittag macht und am Abend braucht, dann hebt es super. Mhm. Also wenn man Gäste hat, kann man wirklich ganz am Schluss noch das zugeben. So, der Leon schaut jetzt mal kurz die Chips an. Da gibt es auch einen ganz netten Trick, wenn man da jetzt manchmal das Blech runter vielleicht. Erstens mal, man riecht schon. Und oft, wenn man es jetzt so angreift, ist es vielleicht noch ein bisschen weich, aber jetzt legen wir es einfach mal daher, da ist relativ kalt, oder? Und dann merkt man in ein paar Sekunden, ob die fertig sind. Aber ich würde sagen, das schaut schon sehr gut aus. Ja, und der Geruch ist wahnsinnig. Genau. Wir haben jetzt dem Gericht ein paar Schinkenchips eine kleine knusprige Note verliehen. Man kann das natürlich genauso mit gerösteten Sauerteigbrot machen, genau gleich, dann ist die ganze Geschichte vegetarisch. So, der Leon setzt jetzt vielleicht noch kurz um, ja, du hast vielleicht auf der Küchengerb noch kurz. Aber in der Zwischenzeit ziehe ich mal noch kurz die Pilze an. Leon, machen wir mal kurz auf da drüben, einfach anlehnen. Die Pilze tun wir jetzt einfach in ein bisschen Butter. Bei milder Hitze, man muss jetzt gar nicht so braten. Also ich finde zum Beispiel einen Steinpilz ist es schön, wenn man den ein bisschen brät. Aber zum Beispiel Pfifferlinge und solche Pilze gar nicht zu heiß, weil sie sonst eher dazu neigen, dass alles ein bisschen bitter wird, weil halt das Öl verbrennt. Und einfach nur so ein bisschen, es darf schon leicht braten, aber nicht zu heiß, nicht rauchen. Du hast jetzt schöne Biopilze geliefert bekommen, aber wenn ich jetzt selber im Wald Pfifferlinge sammle, nehme ich ja natürlich auch ganz viel anderes Zeug noch mit aus dem Wald und ich habe zu tun mit Putzen. Hier irgendeinen Tipp nur mit der... Schönsten ist natürlich jeden einzelnen Pfifferling mit einem Pinsel abzubürsten und zuzuputzen. Das kann man auch machen, wenn man die Zeit und Lust dazu hat. Ansonsten kann man sie auch einfach kurz waschen. Aber die Gefahr ist halt wirklich, dass man kaltes Wasser macht, den Pilz reingibt, kurz wascht, rausnimmt und dann aber auch ein bisschen trocknen wieder. Damit weil sie nicht zu wässrig werden. Sind die natürlich total voll mit Wasser und das macht dann auch keinen so einen Spaß mehr. Also wenn man sie abwascht, wirklich nur kurz rein, gleich wieder raus, trocken legen und da wirklich nur ein, zwei Stunden am besten ein bisschen trocknen lassen. Am besten, wenn es draußen warm ist, auch kurz ein bisschen rausstellen, dass sie wieder trocknen, dass sie die Feuchtigkeit wieder rausgeht. Wir tun jetzt die Pilze anziehen, das Gemüse auch in ein bisschen Butter wieder warm machen. Da geben wir dann ein bisschen Spargelfond dazu. Spargelfond ist einfach, der gibt dann noch ein bisschen Geschmack. Weil und hier gibt es sogar keine Würze rein, gar nichts. Also ausschließlich Butter und zum Schluss. Wir tun jetzt noch Salz, Pfeffer, aber am Anfang probiere ich die Pilze erstmal natur ein bisschen zu braten. Dann gibt man noch ein bisschen Kräuter dazu. Wir haben jetzt hier ein bisschen Kerbel dabei, ein bisschen Basilikum, aber eher zum Schluss, weil wenn das wieder alles verbrennt, wird es auch wieder bitter. Das ist jetzt unser Spargelfond, ist nichts anderes wie der Garsud, wo wir den weißen Spargel drin gegart haben. Okay. Der weiße Spargel darf hier aber noch nicht mit in die Pfanne. Nur den können wir jetzt auch dazu machen. Dann wollen wir ihn vergessen, machen wir den auch dazu. Okay. Nur ich möchte, dass die Farbe relativ gut erhalten bleibt. Also ein bisschen dazu. Kannst du ruhig richtig schlagen, glaube ich. Du musst ihn nicht überschlagen. So, dann machen wir jetzt ein bisschen Pfeffer dazu. Salzen habe ich. Dazu rein. Basilikum und Kerbel einfach im Ganzen rein. Im Ganzen dazu rein. Ein bisschen, es ist ja nicht schlecht,
Jetzt machen wir noch einen Schluck gutes Olivenöl, dass ein bisschen ein Glanz reinkommt. So, Titel noch. Genau. Auf Küchenpapier, so. Damit das Fett noch mehr. Küchenpapier, genau. Okay. Stellen wir es kurz daher. Sahne haben wir. So, die Chips sind auch fertig. Dann können wir eigentlich nachher schon fast anrichten. Also die Kräuter nehmen wir nachher natürlich wieder raus, mhm. weil es nur zum ein bisschen mhm. Geschmack geben. Mhm. Stellen wir jetzt mal kurz noch da hoch, dass wir ein bisschen Wärme haben. So, das Gemüse ist soweit fertig. Das probieren wir jetzt noch kurz, wow. ob das. Schöne grüne Farbe, also das im Eiswasser noch mal kurz abschrecken, hat das wirklich nicht. Genau. Und jetzt einfach noch mal kurz warm machen mit dem Spargel vor, mit ein bisschen Butter, dass es ein bisschen einen Glanz kriegt. Und das war es eigentlich schon. Ja? Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns nachher mal unseren Teller. Jetzt zum Anrichten. Dann richten wir an. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Sahne reingemacht, dass wir sie einfach die Suppe noch ein bisschen aufmixen können, damit es ein bisschen lockerer wird. Mhm. Leon, du könntest mal das Eigelb drüben holen, bitte. Suppe zum Mixen. So, was wir jetzt vielleicht noch nicht so erklärt haben, was wir jetzt noch ein bisschen drüber machen, dann stellst du mal einfach mal her. Wir tun da zum Schluss diesen gebeizten Eidotter drauf. Okay. Drauf reiben. Das macht der Leon bei uns immer. Kannst du vielleicht kurz erklären, wie das gemacht wird, weil das steht jetzt auch noch nicht im Rezept drin. Ja, im Prinzip trennen wir nur die Eier und legen das in so eine Salz-Zucker-Mischung rein. Das ist das gleiche wie beim Fisch, wenn man Fisch beizt. Okay. Und da wird einfach über die Nacht oder ein paar Stunden einfach die Feuchtigkeit entzogen. Genau, der rohe Dotter praktisch in diese Zucker-Salz-Mischung. Und wenn der dann über Nacht drin war, dann wird er einfach vorsichtig rausgenommen und dann muss er noch im Ofen getrocknet werden, sodass er fähig ist, einfach zu reiben und stabil zu sein und nicht auseinanderfällt. Jetzt gehe ich mal da Hanne her, Leon, dann kannst du mal ein bisschen die Pilze drauf machen. So, das richten wir jetzt einfach schön in den Teller rein, versuchen, dass da ein bisschen was steht. Vielleicht nicht zu viel von der Flüssigkeit, weil die ist eigentlich eher zum Warmmachen, weil es kommt ja nachher noch diese Suppe drüber. Mhm. So, kannst du ein bisschen in der Mitte schauen wir, dass ein bisschen frei bleibt vielleicht. Dann können wir da den Dotter reinsetzen. Ja, auf den Dotter bin ich auch schon sehr gespannt. Reicht. Kannst du noch ein bisschen den Kerbel zupfen? Genau, und da guckt man natürlich, dass die Suppe jetzt auch nicht ganz zu dünn ist. Und durch das Aufmixen kriegen wir noch ein bisschen Luft rein, dann wird das Ganze ein bisschen lockerer einfach. Mhm. Aber da es ja Casole ist, soll das jetzt eigentlich ein Gericht sein mit viel Gemüse drin, bisschen Kraft. Und jetzt tun wir da in die Mitte den Dotter reinsetzen. Sieht man schon hier, das Eiweiß ist ganz leicht ein bisschen angestockt. Dann geben wir unsere Suppe, kannst du da vielleicht dann noch ein bisschen, vielleicht erst ein Parmesan noch drüber reiben. Dann tun wir dann noch unsere Chips ein bisschen reinstecken. Wow, das schaut köstlich aus. Ein Farbenspiel mit diesem Dotter in der Mitte, auch die Baumaschinken-Chips noch dazu. Jetzt noch ein bisschen, dieser Gebeizte gibt einfach noch ein bisschen Salzigkeit im Gericht. Ein gut. Außergewöhnliches Rezept, ein Frühsommergericht, wie man es sich nur wünschen kann. Und das alles in unglaublichen 30 Minuten. Ich bin beeindruckt. Wenn ihr Lust bekommen habt, das Ganze nachzukochen, dann findet ihr das Rezept auf www.zen.at. Viel Spaß dabei und ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal, oder? Bitte gern. Perfekte Konsistenz. Ja. Wow. Super. Eine Farbenvielfalt. Und auf jeden Fall ein Geschmackserlebnis. Viel Spaß beim Nachkochen. Mahlzeit.